Huhu und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, jetzt wo ich endlich mal in der letzten Folge gelernt habe, wie man effizientes Holzhacken praktiziert, habe ich schon einen gewissen Auftrieb bekommen. Jetzt hoffe ich nur, dass dieser Wolf, der da vor der noch, noch vor einer Ingame-Stunde Zeit uns hier vor der Tür aufgelauert hat, dass der sich mittlerweile verkrochen hat. Andererseits haben wir auch wieder 19 Uhr und wir haben nichts mehr zu fressen. Ja, hier war nichts. Hier war empty. Nee, wir haben nichts mehr zu futtern. Ist halt so. Was hab ich an Material dabei? Ich hab Seal, Leder. Brauch kein Leder. So, ich muss mir jetzt mal so ein kleines Set quasi zusammenstellen. Ah, hier ist das Reclaimboot. Okay, ich hatte es schon gesucht. Habe ich denn keine Streichhölzer bei mir? Doch, natürlich. Die Hedge sieht auch noch gut aus. So, dann haue ich jetzt einfach mal das Leder da unten weg. Hauptsache weg. So, dann uns noch ein Cedar wieder zurück. So, dann sind wir bei 15 Kilo. Ja, und damit gucken wir halt mal, ne? Ich werde jetzt einfach aus der Not heraus, weil wir die scheiß Knarren nicht gefunden haben. Okay, da wurde es weg. Werde ich jetzt mal theoretisch würde ich gerne mal wollen, dann gehen wir hier lang, hier die anderen Kabinen und das Inselchen mal unter die Lupe nehmen, ob ich da noch was zu futtern finde. Wäre ja echt dufte. So, in der waren wir. Was kommt man da gar nicht hoch, oder wie? Huch! Hm. Boah! So habe ich mir das vorgestellt mit dem Essen suchen. Hinten liegt da auch noch was. Ich könnte auch mal wieder etwas mehr rennen. Nee, das ist nichts. It's dusk, so night can't be far behind. Ja, Mädel, da hast du absolut recht. Weil dann machen wir jetzt halt mal eine Nachtwanderung. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich jetzt eine Nachtwanderung? Ist mal wieder der vierte Tag oder was das letzte Mal? Ist das jetzt eine Insel, die andere Seite der Küste? Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Hat sich da gerade was bewegt? Nee, war nur ein schlechter Schatten.
Shadows in the Night. Ach, guck mal. Es ist eine Insel und sie hat einen Namen. Jack Rabbit Island. Ach, sieh mal eine an. Na gut, das habe ich mir jetzt eigentlich auch fast schon gedacht, dass das jetzt hier eine Bude drauf ist. Gut, dann... Machen wir das mal aus. Oh, mal wieder ein schönes Häuschen. Hier könnten wir ja fast mal wieder einkehren. Ja, komm, lassen wir die Lampe doch an. Na? So. Was? Wollsocken. Nee, gucke ich jetzt gar nicht, wie gut die sind oder nicht. Und Bar kann ich ja wieder aus dem Klo saufen, ne? Medizinische Bedarfsgüter könnte ich definitiv brauchen. Leider keine drin. Ja, bin mir jetzt eigentlich fast sicher, dass wir dann hier jetzt auch noch was zu essen finden. Antisept. Yes. Was ist denn hier? Ach, ich dachte schon, es ist ein Feuerzeug. Newspaper haben wir eigentlich auch jede Menge. Ist nur eine Lampe. Geht's da nach draußen oder? Ja. Gut, gehen wir wieder rein. Gibt es da keine Treppen hoch? Ich denke, ich kann das benutzen. Okay, wir sind müde und wir haben Hunger. Und es wäre auch eine angemessene Zeit zum Schlafen. So, dann hauen wir uns noch den Riegel rein. Und dann sehen wir uns. Morgen früh in alter Frische. Tralalalala. Ey, Alter, jetzt habe ich eine Insel, du nicht. Und du hast... Ja, wir haben ja, wir haben ja. So, das müsste jetzt aber bei der Condition aber sich... Ja, ne? Boah. Wir haben 16. Ja, können wir aber mitnehmen. Probably useful. Oh Gott. Nee, leg sie zurück. Ja, machen wir mal einen Kühlschrank auf, ja? Tiefkühlpizza wäre jetzt cool. Was haben wir mit dem Ofen? Ein Waschbär?
hier nicht los? Die Maus ruckelt wieder. This stuff will come in handy. Aha. Das sind ja auch zwei. Das habe ich bestimmt schon übersehen gehabt. Bei anderer Gelegenheit mit so einem Schränkchen. Gut, dann Jeans können da bleiben. Und können da bleiben. Ach, der kann auch bleiben, wo er ist. Badezimmer. Ja, die nehmen wir mit. Oh. Wunderprächtig. Wie viele? Oh, wieder vier Stück. In dem zweiten Haus mit Volleinrichtungen immer noch keinen Dosenöffner gefunden. Es sieht aus, als hätte eine Steckdose in der Badewanne. Bäh, geh mal weg. Ja, dann nehmen wir uns mal die Küche vor. Best be prepared for anything. Ja, ist ja im Grunde schön, dass es hier leckere Kondensmilch und leckeres Hundefutter gibt, aber... eine Bazooka wäre mir jetzt lieber. Jetzt diese Waffe, wie viele Wasserflaschen sind denn hier in der Bude? Viele. Puh. Ja, läuft. Essen kriegen wir. I think I can use this. Traurig ist, ich ziehe los, weil ich Essen suche und jetzt komme ich an und ich finde nichts anderes außer Essen. I'll take it. Ja. Dann da oben noch. Ja. Das haben wir. Probably useful. Dann haben wir hier eigentlich alle mitgenommen. Sah von außen irgendwie größer aus, die Bude. Gehen wir da hinten rum. Sag mal, ist die schwanger?
Echt großes Areal. Echt groß. Es kommt mir mindestens doppelt so groß vor wie die andere Map. Nö! Wenn er uns sehen, rennt er uns zu. Ja, dann zu sehen. Er rennt auf uns zu. Hey, wir können ihn ja sogar abhängen, das ist ja mal krass. Jetzt wird abgebrochen. Sehr schön. Essen gefunden, neues Haus gefunden, Wolf angegriffen worden und ohne einen Kratzer entkommen. Warum rennt sie nicht mehr? Aber ich muss sagen, jetzt so nach dem Update, kamen da noch einige Veränderungen hinzu, die ich auf jeden Fall sehr, sehr begrüße. Es sind viele Kleinigkeiten, die ich geändert habe. Deshalb ist mir das vorhin auch gar nicht so aufgefallen. Und die haben sich schon mal definitiv zum Positiven geändert. Hey, hier ist ja ein Ofen. Welch seltenes. Nee, die bleiben liegen. Die gehen mit. Das geht auch mit. Und jetzt ist wahrscheinlich, jetzt brauche ich wahrscheinlich nämlich, weil ich wieder 2 Liter Wasser dabei habe. Nee, hier wird jetzt der Grill angeschmissen. Ich glaube, es pfeift. So. 50% Leier läuft. So. Läuft eine Stunde. Dann machen wir mal 4 Liter Wasser klar. Doch nicht. Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Ja, einfach so, ne? Ich nehme das an, Safe. Pack's ganz da rein. Nimm jetzt 2 wieder raus. Thank you.
und use. Und das Ganze noch einmal. So. Schleppe ich mich natürlich in dem Wasser tot. Temperatur wieder auch in Ordnung. Gehen wir einfach mal weiter die Straße entlang, auch wenn es nicht direkt ist. Also da oben liegt ein Wald, hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust nach vorhin. Auch da hinten ist wieder eine große Kabine. Ja, dann machen wir da einmal so, als wären wir eingeladen. Was ist das? Nix, okay. Ah, ein Stück von der Leitplanke. Was ist das? So.